Hallöle Leute und willkommen zurück hier bei Dead Island 2. Hallöchen. Lang ist es her, für uns, für euch gar nicht so allzu lang. Und da ist ein Tresor auf meiner Map. Warum ist denn da ein Tresor auf meiner Map? Au. Wir haben doch alle Tresore. Hä? Wo kommt dieser Tresor her? Der ist gespawnt. Ja, eigentlich hatten wir den schon. Da bin ich Felsen... Oh, ein Swarmy! Wo bist du? Ich bin rausgegangen. Aber... Ja, ich bin zum Tresor auf der Map gegangen. Ich weiß, dass das doof war. Aber ich wollte... Wir wollten... Yeah. Oh, die Soundbugs sind auch noch nicht da. Sind auch nicht gefixt. Coole Sache. Schön, dass das DLC jetzt endlich da ist. Aber dass die Soundbugs immer noch da sind. Und Lizzies Kartenbug ist... Wie kommst du denn jetzt hier rein? Hast du die Tür aufgelassen? Eigentlich nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ja. Ach ja, er ist ja auch immun dagegen. Es ist ja ein Feuerwehrmann. Ja. So, lang ist es her für uns, für euch nicht allzu sehr. Aber deshalb, falls wir Probleme beim Spielen haben, wundert euch nicht. Ja, aber wir wollen einfach mal gucken, was uns das Haus so zu bieten hat, ne? Ich habe auf jeden Fall schon mir was dazu durchgelesen und es war wohl irgendwas zum Thema Psycho-Horror. Ich bin schon sehr gespannt. Hey. Gucken wir doch mal. Haus. Blutendes Haus. What the crap? What? It's now or never. Will it work? One way to find out. Aua? Der arme Kopf. Okay. Und jetzt lädt's. Ja, na gut. Seitdem wir das Let's Play beendet hatten, das vom Hauptgame, haben Lizzie und ich uns noch ein bisschen ausgetobt hier in LA und haben ein paar Zombies geschnetzelt und Herausforderungen absolviert. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass wir deswegen... Haben aber immer noch nicht alle. Ja, das ist okay. Das Traurige. What just happened? Irgendwas Cooles, das sieht nämlich sehr geil aus. Is this how rich dicks get around nowadays? Fucking teleportation? Ja, scheinbar. Ja, dann sagen wir doch mal hallo. Ich finde auch unsere Questbeschreibung schön, was wir tun sollen. Was zur Hölle ist unsere Aufgabe? Ja, was zur Hölle finde ich super. Boah, aber guck mal hier runter. Boah. Das sieht schon sehr hart geil aus. Boah, ist da schick. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich richtig drauf. Ja, ich verstehe das. Ganz viele schwarze SUVs. Scheint also irgendwer von der Regierung hier zu sein. Möglich. Und hier ist auch schon ein Kofferraum. Hier brauchen wir Autoschlüssel im weißen Latex erforderlich. Bitte? Ja, heißt so. Haben wir eine Map? Oh, wir haben sogar eine Map. Oh, schön. Wir haben eine Map? Okay, ob das so schön ist, weiß ich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall eine Map. Na gut, wolltest du mal klopfen? Welcome to house. A recording. My name is Yongho. You are Hope, yes? Ich bin Amy. Yeah. Hi, sorry. I was, lost. Directionless. Wondering why you are here. We know. We believe you have more to offer the world. Come. We're dying to meet you. Ich glaube, dying ist hier and das, I'm just dying to meet you, too. Ja, also ich glaube, dying ist das Wort, um was es hier geht. Eine Frau links mit einem oder rechts? Eine Frau mit einem Chihuahua. Oh. Die musst du dir angucken. Die muss ich mir angucken, ja. Ja, gut. Das sieht auch hübsch aus. Hat ein bisschen das was von... Das sieht super cool aus, das in der Mitte. Das hier hat ein bisschen was von der weißen Pampa aus Evil Within 2. Ja, ich verstehe, was du meinst. Der sieht komisch aus und... Wer bist du? Ist das nicht Garth Brooks? Maybe. Ja, dann... Okay, also links oder rechts? Ja, ich gehe links, du gehst rechts. Okay.
Umkleide, Kabine und... Latexbekleidung. Ja, Latex. Mir auch. Lecker. Auf jeden Fall schön steril. Was habe ich hier? Flutschgut. Flutschgut? Die Initiation. Schlüpfe mit den Füßen in den Anzug. Das Latex wird deinem Körper schmeicheln. Okay. Also ich habe hier einen Zettel, den du dir durchlesen kannst. Okay. Und ein Lagerspind und eine Werkbank. Für den Fall, dass wir hier... Ich plündere gerade Spinde. Ja, ich auch. Willst du Flutschgut? Hier so eine Einladung, die wir gerade hatten. Ich gehe mal auf deine Seite. Ja, guck dir mal Flutschgut an. Hängt, flutscht das denn gut? Ja, hängt bei den Umkleiden rechts an der Wand. Ich hoffe, dass das gut flutscht, weil sonst ist schlechtes Marketing. Entschuldigung. Aggressives auf Büsten schießen. Warum tust du denn das? Weiß ich auch nicht. Außer Flutschgut gibt's nichts hier, also... Der Flutschgutzettel ist nicht bei mir da. Ach, da. Gut. Ich sag's doch. Hallo? Da ist noch so ein komischer Hund. Brooks hat sich ein bisschen verändert. Oh ja, ja, die haben alle ihren Latex angezogen. Ja. Alter. Sieht ein bisschen creepy das aus. Das sieht sehr geil aus. Haus. Das ist ein Haus. Was soll das hier sein? Ein Haus. Das sieht schon schick aus, das muss ich sagen. Das sieht sehr, sehr cool aus. Hallo? Oh, kopflose Leichnam. Don't freak out, Ames. Oh, warte. Komm zu dir. Oh, hallo, abgetrennter Kopf. You wanna tell me what's going on? Das sieht so aus, als könnten das all die Leute sein, die wir da gerade ja, in Bildern irgendwie schon. Hatten. Obwohl, sind nur drei, passt nicht. Locked. It's locked. I cannot enter. Das war schon sehr schick hier, aber ich muss sagen, das hat sowas von The Forest Feels für mich. Ich habe totale Evil Within Vibes. So Stephanos Galerie-like. Ah, wollen wir mal auf diesen Punkt? Welchen Punkt? Diesen Punkt hier. Ah ja, könnte man auch noch angucken, ne? Die grandiose Statue. How you doing, Hansi? Scheinbar nicht so gut. Ist gerade erst aufgestanden und hat einen Kater. Hat der Kopf gerade gestöhnt? Könnte sein. Reden wir doch mal mit dir. Hallo. Hallo, Köpfchen. Machen wir einen Navigatorkopf aus dir? Der weint. Ja, weiße Pampe. This is new. Boom. No! That was a good one. Well, don't stand around gawping. Put me back on my body. What? Right in front of you. Come on. That's it. Okay. Your face. You look like you just walked in on your parents. Ekelhaft. Damn. This is not ideal. You're a talking head. I can see I'm in the presence of a great mind. Call me Vincent. How are you still alive? Technology. We are Constantine's chosen. As are you, our savior. Apparently. You got the wrong Amy. I'm no savior. So, your plane wasn't shot down just when you thought you'd escaped? How could you know that? Constantine knows. Sir, I... Fuck. Little help. Okay, There. You were saying? Look, Constantine knows everything. Including that saving us is your destiny. That's why you're here. I want to talk to Constantine. Right now. Of course you do.
I remember when I first walked through that door. Everything changed. So Constantine's in there? Constantine and all the Ascended. But we had to seal it. Zombies, you know. You'll need two more heads to open it. Where are they? Veronique, our unabashed couturier's lovely head, is hidden in what she calls the Deeper. What about this guy? Young Ho. We'll get to him later. First, Veronique. But to reach her, you must experience our rites of passage. It's a challenging artwork, my magnum opus. It will open your mind, I promise. See you back here soon. Er will da nicht rein. Er ist gerade aufgestanden bei mir und jetzt sitzt er wieder. I must be going loopers. Okay. Finde die Übergangsrituale. Ja dann. Hi, Übergangsritual. Oh, your first test. Moving on. Ich würde sagen, den ersten Test haben wir bestanden. Constantine has shown great interest in your future with us. Oh. Wow, me? Really? We think you are ready. Okay. There are three trials. Choose a door. You may be surprised by what you find. Okay. Three trials. Let's go. Die drei Prüfungen. Ich weiß es. Erst Schatzsuche, dann Schwertkampf und was brauchen wir noch? Naja, gut. Wir müssen irgendwas drehen. Christ. Schwertkampf. Oh mein Gott, was geht hier ab? Das ist hübsch, aber was geht hier ab? Was sind wir denn hier? Keep off the grass. Was passiert, wenn ich da drauf gehe? Keep off the grass. No signs telling ja! me what to do. Ich weiß, was da passiert. Hab's gefunden. Ja, ich habe auch irgendwie eine Vermutung, was dann passieren könnte. Warte, ich muss nachladen. Ich weiß nicht, wie ich... Aha. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. So, wir müssen erstmal wieder reinkommen, ne? Das wissen wir alle. Oh, ein legendärer Schraubenschlüssel. Oh, was zu trinken. Oh. Gut, das war nicht so klug. So, also keep off the grass, Schatz. Ja, ich gehe da nie wieder drauf. Tut mir leid. Ist in Ordnung. Hello! Leute, die Tür nehmen, sind langweilig. Das sieht gut aus hier. Ich habe die Tür genommen. Fleischtore sind im gesamten Haus zu finden. Um sie zu zerstören, musst du dich im Rasereimodus befinden. Oh ne, das wird wohl nicht drin sein. Was ist denn ein Fleischtor? Das hier. Ah! Ein fleischiges Tor. Ja dann. Dann gehst du doch auf den Rasen. Nö, ich hab's gerade zerstört. So, oh. Oh! Kannst du bitte in deinem Herd bleiben? Oh, Mutati! Wo kommt der denn jetzt her? Das weiß ich auch nicht. Ach Mann, ich drück immer die falschen Tasten. Oh, das war nicht so nice. So. Mutator? Achso, er ist weg. Yep. Was haben die alle für Sachen auf dem Gesicht? Ekelhafte Sachen. Haben die auch irgendwie alle diese Latex-Anzüge auf dem Gesicht? Das weiß ich nicht. Also ich finde, es wirkt so. Au! Renne. Gibt's da noch irgendwas Geiles? Nee, ne? Nö, ich gucke gerade, aber nö. Ja, dann halt nicht. Dann gehe ich mal das Fleischtor runter, ne? Warte, ich muss hier erstmal die Schränke plündern. Oh, ich geh mal eben nach draußen. Geht das? Vielleicht, wenn da keine Scheibe mehr drin ist. Bin gleich wieder da. Crap! Keep off the grass! Ich weiß nicht, aber dieser Keller sieht nicht so gut aus. Ah, du bist jetzt unten. Oder was? Ja.
Ich soll auf dich warten und dann sage ich, ich bin noch nicht da und du gehst runter. Nee. Du sagtest, du gehst runter, dann bin ich runtergegangen und dann sagtest du, ja, ich gehe jetzt noch raus. Ich habe extra auf dich gewartet und deswegen bin ich nach draußen gegangen. Was ist denn hier? Großer Lederkoffer mit einer Metallkeule. Hurra. Ich habe ja ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, dass die unser Level Cap nochmal anheben würden, dass man jetzt weiter als bis zum... Hab ich mich erschreckt. Weiter als bis zum Level 30 gehen kann, aber scheinbar ist das ja nicht der Fall. Nee. Also die kam eben hier aus der Wand raus. Aus dem Loch. Ich weiß es nicht, aber mehr gibt es hier unten, glaube ich, nicht als den Lederkoffer, wo die super seltene Waffe drin war, die aber nur eine Keule war. Bei dir. Was hattest du? Katana? Ja, trotzdem nur orange. Achso, bei mir war es pink. Nee, ich meine trotzdem nicht orange, so rum. Guck dir das Klo an, das sieht gut aus. Nö, ich guck mir hier den Gea an. So, tschüss. Oh, hier ist ein Zettel. Freund sucht Freund. Warte, ich suche gleich mit dir Freunde. Ich suche Freunde. Ich habe ein Tier gefunden, oh, das gefällt mir nicht. Komm, ich suche Freunde, Schatz. Ich habe das Ventil hier hingelegt und jetzt ist es weg. Oh. Cool. Das ist irgendwie problematisch, weil ich glaube, das brauchten wir, um weiterzumachen. Wir werden es schon rausfinden. Such, sammel doch erstmal deinen Freund ein. Wo gehst du hin? Hier rein? Da. Ja, weiß ich nicht. Gerade ist nicht so das Wahre hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Einstellungen sind nicht ganz optimal. Ja, ich kenne das Problem. Weird. Ja, hier hätten wir das Ventil gebraucht. We've taken the liberty of liquidating all your assets. Ja, das ist hier durch den Boden gefallen. Vielleicht finden wir es auf eine Etage weiter unten. Burn it. Also hier genau, hier habe ich es abgelegt. Und dann ist es halt wahrscheinlich durch den Boden gefallen. Ja? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zerstöre ein geliebtes Objekt mit Feuer. Oder hast... Das kriege ich hin. Mit Feuer kann ich was zerstören. Sag mal wo. Nee, wir müssen nach oben und müssen das Ding da verbrennen. Aber kann es sein, dass du das eventuell einfach im Inventar jetzt hast, das Ding? Ich hatte das eben in der Hand. Nö, hab ich nicht. Warte mal, ich guck mal in meinen Rucksack, aber nein. Obwohl, warte mal. Nee, kannst du vielleicht hier einfach dran gehen und E drücken? Oder F nein, drücken? Kann ich nicht. Okay. Problematisch. Verbrauchsgegenstände, ne? Es ist durch den Boden gefallen. Fängt ja gut an. Fängt richtig gut an. Infizierten Fleisch. Ich hab's aber auch nicht. Ich würde sagen, speichern und auf ein neues. Wo hattest du das denn gefunden ursprünglich? Hier! Das lag da drin? Es lag hier auf dem Regal, dann habe ich es hier abgelegt, weil hier eine Dose lag, die ich nehmen wollte, und dann war es weg. Okay, also sicherheitshalber, Ventilräder ab jetzt in der Hand behalten. Korrekt. Das ist halt wirklich durchgefallen. Kannst du dich nochmal in den Raum stellen, dass ich genau da runter gucken kann? Ja, bin hier. Bin genau an der Stelle. Okay, das... Ja, hier ungefähr. Ja, ich hab's! Ja, es ist wirklich nur durch den Boden. Ja, ich hab nach oben geguckt, man hat's nicht gesehen, aber ich konnte es aus der Decke ziehen. Ja gut, perfekt. Nehmen wir. War dein Scheiß, ey. Gott sei Dank. Schön, dass wir es auf der Aufnahme haben. So, und jetzt ein... Ich glaub, uns ist so keiner. Und jetzt ein... Das war kein geliebtes Objekt. Hier, diesen Golfschläger der Agilität, den finde ich total schön. Winner. Oh. Gewonnen? Aber es passiert hier doch nichts. Hey, ich habe das... Wir haben das erste Übergangsritual geschafft, Schatz. Weil ich meinen Golfschläger verbrannt habe.
Ja, gut, dann. Schade, ich werde meinen Golfschläger vermissen. Ach, so traurig. So traurig. Ja. Vielleicht nächstes Haus? Ich gehe mal ganz stark davon aus. Nehmen wir das hier mit der Kotze davor? Oh, guck mal, da ist auf jeden Fall oben irgendein Item, das wir einsammeln können. Oder wollen wir in das Rotlichtviertel? Das ist natürlich auch schick. Und da hinten haben wir noch das verbarrikadierte Haus. Ja, dann lass uns das Verbarrikadierte nehmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen langweiliger. So. Moment, Schlüssel. Ach so. Ja, von der anderen Seite. Von der anderen Seite zu öffnen. Na komm. Wir gehen jetzt auf die andere Seite, komm wieder ich. Ey, du, hier, weg mit dir. Aber das kann ich benutzen, um meine Raserei wieder aufzuladen, solange wir hier im Gras sind. Meine Raserei ist bereit. Meine nicht. Komm, einen Gegner brauche ich noch, bitte. Okay, ja, wir kommen hier wirklich nicht auf die andere Seite. Gehört. Jetzt habe ich's. Bist du ein Läufer? Okay, dann kümmern wir uns später um die andere Seite, würde ich sagen. Okay. Also Rotlichtviertel oder Kotze? So tust dir aus. Ah, komm, nehmen wir die Kotze. Okay, dunkle Hirne fahren Ranken aus, die Bereiche im Haus blockieren. Zerstöre dunkle Hirne mit der Armbrust. Wir haben keine Armbrust. Noch nicht, ja. Ja, dann dürfen wir doch noch nicht zur Kotze gehen. Na gut, dann halt nicht. Dann kriegen wir halt ins Rotlichtviertel. Ja, dann kriegen wir hier wahrscheinlich irgendwo anders eine Armbrust her. Hallo? Oh, du guckst dir schön Fernsehen? Oh, Screamy. Screamy Nato LP. Schrei einfach hier rum. Ah, du lebst ja noch. Oh, naja, jetzt nicht mehr. Ich kann Fernsehen gucken. Warte mal. Ich wollte schon beim Gucken helfen, aber irgendwie. Hier ist so ein Lederheinz, aber. Sieht schon allesamt sehr ekelhaft aus, muss ich gestehen. Hier ist schon wieder ein TV. Miss me? Miss me? Did you miss me? Oh. Nee, da war ja nie eine ganze Frage. Das war ja immer nur Miss me. Kommst du mit in den Keller? Mhm. Da kommen erstmal Freunde an. Ach, das sind ja nur Schlurfis. Oh, die armen kleinen Schlurfis. Schlurfo McNugget. Ja, dann ab in den Keller. Hey, ab. Oh, das sieht gut aus. Swimmingpool. Oh, ho. Finde das letzte Übungsritual. Trage Höllenqualen. Aber wie? Wie machen wir das an? Ich hab so eine Vermutung. Warte mal, hier oben führt irgendwie der. Oh nein, hast du schon geschafft? Ich bin gestorben. Warte, ich komme. Was hast du getan? Ich habe es gebrutzelt im Wasser und du musst da drin stehen bleiben und dann gegen die Fernseher ran. Ach so, du hast selber da was reingepackt. So. Hello? Weil wir waren halt noch nicht oben. Weil ich bin gerade einem Kabel gefolgt, weil ich dachte, ich könnte da irgendwie was anmachen. Oh, das lohnt sich hier unten lang zu kriechen, Schatz. Hier ist ein Collectible. Ja, warte. Collectible. Übertragung von Vermögenswerten. So macht man das also. Ich glaube, wir sind jetzt im Haus, was verbarrikadiert war. Könnte sein. Dann gehen wir erst wieder zurück und gehen nach oben. Nö, lass uns doch hier nach oben gehen und dann oben wieder rein. Was klingt das denn hier?
als wenn jemand irgendwie so einen alten Dingens hinter sich herzieht, finde ich. So einen richtig großen... Hackenporsche. Nee, ich hatte einen Porsche. Mist. Was Mist? Jemand hat mir die Tür vor der Nase zugemacht. Oh. Ach, er hier. Hanna, wollte ich sagen. Oh, sie kommt von überall. Scheiß. Von oben ist immer noch zu. Mach's gut. Das war doch nicht das letzte Übergangsritual. Weil das hier schon wieder blim 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 macht. Aber die Tür ist jetzt wieder offen. Also unten können wir lang. Oh, und oben auch. Ja, oben ist jetzt wieder die Tür offen. Die haben uns nur... Jetzt können wir hier den Rest noch anschauen. Ist hier irgendwas im Garten? Nee, ne? Nee. Oh, warte, da liegt was. Geheimnissammlung. Oh. Die lese ich mir mal durch. Coffee, Vera, Eleanor, Rowan, Talia, John, Poppy. Okay, nichts. Wir wollen in den Talia gehen? Ja, scheinbar. Oh, hier geht eine Tür zu. Hier oben. Deshalb gehe ich erstmal in die anderen Räume, ja? Die lassen wir erst zu. Entschuldigung? Die will nämlich auch. Die will nämlich zubleiben erstmal. Ich habe sie gerade schon geöffnet, aber ich bin nicht reingegangen. Die wollte erstmal zubleiben, hat sie gesagt. Sicher, dass wir die zulassen? Also, dass wir erst nach ganz oben gehen, bevor wir da reingehen? Nee. Dann machen wir die auf. Ach, die ist ja schon auf. Hab ich doch gerade erzählt, dass ich sie aufgemacht habe. Es ist eh langweilig hier. Ja, hier ist halt nichts, ne? Das ist irgendwie frustrierend. Es ist nur die knallharteste Glühlampe der Welt. Ich glaube, da ist ein Stück Decke runtergefallen. Ja, dann gehen wir halt nach oben. Ich bin so froh, dass wir das Ventilrad gefunden hatten, ne? Do I have to? I feel ridiculous. No. You fear your true self. Remove your mask. My sister was always the best at everything. Homecoming queen, yada yada. God, did she rub my face in it. She went into acting and straight away got her big break. Lead role in a Broadway play. So, on opening night, I spiked her drink with laxatives. Who is it? She still tried to go on, and it was the best night of my life. Was für ein bösartiges... You want a secret? All right. Lege die Beichte ab. Okay. Well, as a kid, I played cards with my grandma for quarters, and I used to cheat. Oh, boo. Fine. Wow, das war krank. Sometimes I think life would be easier if I was more like the rest of my family. You know, like fit in. I tried really hard to be the person they wanted me to be, but I couldn't. It's just not me. I wish you loved me like you love my sisters, Ma. Fuck! Channel! Begib dich in den Schlund. Wie? Arme Danny. Ja, es ist wirklich traurig. Ich mag Danny. Und du hast deine Oma beklaut. Aber nur um Kleingeld. Das ist doch immer geklaut. Kannst du mal bitte nicht aus dem Fernseher rauskommen, Samara? Also ich habe Samara anders im Okay. Yes. Gehirn? I'm ready. Bin verwirrt. No one is ever ready. Okay, da rechts kommen wir immer noch nicht rein. Die Sache mit dem Ritual. They're reeling you into their cult, Hope. Hey, was machst du hier? Dancy. Oh,
Toti, toti. So, dann müssen wir jetzt noch mal nach oben gehen. Sieht auch gut aus. Ah, schönes Mobile hier. Willkommen zu meiner Feier. Mhm. Ja, ja, doch, schon. Da komme ich nicht durch. Ein bisschen frustrierend. Ja, nicht nur du kommst da nicht durch. Ich komme da genauso wenig durch. Aber da ist eine Waffe. Was ist da für eine Waffe? Stimmt. Von außen. Wie von außen? Jagdmesser. Ja, kann man zerlegen. Okay. Brauchst du ein hilfreiches Händchen? Nee, danke. Ich habe schon zwei. Ich bräuchte vielleicht noch ein Bein, aber der Arme habe ich eigentlich genug. Ja, gut, dann, ne? Oh, ist das langweilig hier oben. Bisschen Strom. Stahlrohr. Kann man auch da legen. Moment mal. Au. Du musst es kippen. Du kannst es auch ausgießen. Ja, aber dann brutzel ich mich ja gleich selber. Das ist für mich gleich. Hast du es? Nee, immer noch nicht. Irgendwie will das nicht. Jetzt. So. Jetzt folge ich mal eben dem Kabel schnell. Was habe ich jetzt getan? Keine Ahnung. Das Kabel verschwindet hier in der Wand. Tja. Hat sich ja nicht so gelohnt. Nur von der anderen Seite öffnen. Okay, also hat das wahrscheinlich was damit zu tun, aber... Warte mal. Nö. Hier kommen wir... Hm, vielleicht. Nein, nein, nein. Oh, nein. Oh, ich bin vom Dach gefallen. Bitte nicht den Rasen betreten, Schatz. Oh, warte mal. Nee, kommen wir nicht hin. Verdammt. Ja, ich habe probiert, da links rüber zu springen. Wo ist das Geher neben dir? Oh. Ja, links, da kommst du auf so ein Vordach, aber irgendwie will das nicht so ganz. Knock, knock. Och, wie macht man nochmal hier das Blocken? Bei mir ist es auf Alt. Ich weiß nicht, wo es bei dir liegt. Ja, keine Ahnung, wie man bei dem Typen oben reinkommt. I don't know. Aber weißt du, was ich weiß? Dass wir da hinten zum nächsten Haus sollten. Dass wir eine Aufnahmepause machen sollten. Oh, ja. Und danach zum Haus. Ja. Wir sind ja schon im Haus eigentlich. Aber dann zum Haus, im Haus, im Haus, im Haus, im Haus. Oh, ja, stimmt auch wieder. Dann, bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Tschüss.